Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, ihr werdet auch von einem Musikinstrument träumen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 393. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam musizieren werden. Werden wir das überhaupt? Na, vielleicht. Lasst euch überraschen, was gleich in der Gute-Nacht-Geschichte kommt. Vorher kommt aber was anderes. Nämlich das Recken und das Strecken. Nehmt also jetzt alle zusammen. Die Arme, die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Heute, am Donnerstag, bin ich mir sicher, dass ihr die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 393. Gute-Nacht-Geschichte für Donnerstag, den 23. September. Kira und das unsichtbare Klavier. Kira ist ein ganz normales Mädchen. Heute am Donnerstag hat sie immer Musikunterricht in der Schule. Musikunterricht ist ihr Lieblingsfach, vor allem, weil sie eine so tolle Lehrerin hat. Frau Widinski ist die beste Lehrerin, die man haben kann. Und sie kann so gut die Musikinstrumente spielen. Das Besondere bei Frau Widinski ist, dass sie tatsächlich alle Musikinstrumente spielen kann. Eine Triangel, eine Gitarre, eine Flöte, sogar das Saxophon und außerdem Klavier. Heute im Musikunterricht sagte Frau Widinski zu Kira, dass sie doch auch einmal mit dem Klavier spielen sollte. Kira mag Musik sehr. Kira mag auch Musikinstrumente. Mit einem Klavier hatte sie aber noch nie etwas zu tun. So viele Tasten, was soll ich denn da tun? Frau Widinski ermutigte Kira. Sie sagte, setz dich doch einfach hin und leg deine Hände auf die Tasten. Und dann wirst du sehen, was deine Finger machen. Kira machte es genau so, wie es Frau Widinski sagte. Sie setzte sich an das Klavier. Kira legte ihre Hände auf die schwarzen und weißen Tasten. Die Finger wussten nicht genau, was sie machen sollten. In dem Moment allerdings, als Kira die Augen schloss, begannen ihre Finger und Hände wie von selber zu spielen. Eine wundervolle Musik erklang. Die Melodie kannte Kira nicht. Kira wusste auch gar nicht, was sie macht. Kira spürte und fühlte und sie ließ sich einfach so hinreißen. Von ganz alleine begeisterte sie nicht nur die ganze Schulklasse, auch ihre Musiklehrerin Frau Widinski. Denn als Kira die Augen wieder öffnete, hörte sie zwar auf zu spielen, sie sah aber, wie ihre Musiklehrerin Tränen in den Augen hatte. Nicht, weil sie traurig war. Sie war gerührt. Und Frau Widinski sagte auch, dass sie noch nie so etwas Schönes hörte. Nun war Donnerstagabend. Kira liegt in ihrem Bett. Sie denkt an den Musikunterricht. Und sie denkt von dem Erlebnis am Klavier. An Schlafen war für Kira jetzt nicht zu denken. Sie setzte sich aufrecht in ihr Bett. Sie schloss die Augen und ihre Hände hielt sie genauso wie am Klavier. Natürlich hatte sie im Bett kein Klavier, nicht einmal in ihrem Zimmer. Denn
Bis heute Mittag wusste Kira ja nicht einmal, dass sie überhaupt Musik mit einem Klavier spielen kann. Und seltsamerweise begann etwas, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Als Kira in ihrem Bett die Augen schloss, bewegten sich ihre Finger wie von Geisterhand, genauso wie im Musikunterricht. Was noch viel kurioser war, das war, dass sogar etwas zu hören war. Es klang tatsächlich so, als sei ein Klavier in ihrem Zimmer. Nach nicht einmal 2 bis 3 Minuten öffnete sich die Tür. Kira erschrak sich. Sie hörte auf zu spielen und es verstummte auch das Klavierspiel. Mama kam rein. »Kira, die Musik ist zu laut, mach doch deinen CD-Player aus!« Doch Kira hatte gar keinen CD-Player an. Mama hatte also auch gehört, wie Kira mit dem Klavier spielt und sie dachte, die Musik kommt von der CD. Doch das war nicht so. Kira erklärte es der Mama nicht, denn dazu war sie jetzt schon viel zu müde. Aber gleich am nächsten Morgen, da möchte Kira noch einmal probieren, auf ihrem unsichtbaren Klavier zu spielen. Jetzt schloss sie wieder die Augen, aber nicht um zu musizieren, sondern um zu schlafen. Denn so viel Musik zu spielen ist ganz schön anstrengend. Es macht aber auch sehr viel Spaß. Kira weiß, genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net.